Am 17. Januar 1966 wurden über Europa tatsächlich Atombomben abgeworfen. Denn es kam eben an diesem besonderen Tag dazu, dass über Spanien zwei Flugzeuge miteinander kollidierten. Das eine war ein Tankflugzeug und das andere war eben ein Frachtflugzeug der US Air Force. In diesem Frachtflugzeug waren unterschiedlichste Wasserstoffbomben gelagert. Als die beiden Flugzeuge dann also crashten, kam es dazu, dass vier Wasserstoffbomben herunterfielen auf Spanien hier in Europa. Glücklicherweise gab es einen Sicherheitsmechanismus, wodurch es nicht zu einer thermonuklearen Explosion kam. Allerdings gab es trotzdem Sprengsätze an diesen Bomben, die tatsächlich zündeten und das Gebiet für mehrere Jahrzehnte verseuchten. Erst vor einigen Jahrzehnten schafften sie es, die Region zu bereinigen.